Leif Jensen aus Norwegen ist der Olympiasieger 1972 im Leichtschwergewicht. Er hat sein Körpergewicht verringert und startet als Mittelgewichtler. Schon der erste Reißversuch mit 147,5 Kilogramm sichert ihm den Titel. Jensen hält den Weltrekord mit 150,5 Kilogramm. Die Steigerung auf 152,5 Kilogramm wäre daher neuer Weltrekord. Kilogramm Stoßen für den Italiener Silvino. Zweiter Versuch des Tschechen Häkel mit 172,5 Kilogramm. Versuche werden an der 175 Kilogramm schweren Hantel absolviert, doch alle Kraftproben scheitern. Jensen, erster Versuch. Der Ungar Sarvas, zweiter Versuch. Der Italiener Silvino, zweiter Versuch. Und wieder der Norweger Jensen. Häkel, dritter Versuch. Und schließlich der Ungar Sarvas, dritter Versuch. Kolev ist ein neuer Mann der Bulgaren. Er hat 145 Kilogramm gerissen und setzt den ersten Stoßversuch mit 177,5 Kilogramm an. Damit erreicht er ein Zwischenergebnis von 322,5 Kilogramm. Auch Michailov ist auf der Europameisterschaftsbühne ein neuer Mann. Er kommt aus der Sowjetunion und hält den Zweikampfweltrekord mit 327,5 Kilogramm. Erster Versuch 177,5 Kilogramm, Zwischenergebnis 320 Kilogramm. Olympiasieger Bikov aus Bulgarien nimmt für den ersten Versuch 180 Kilogramm und erreicht wie sein Landsmann 322,5 Kilogramm. Beide Bulgaren liegen vor dem Russen. Es folgt der zweite Versuch von Kolev mit 182,5 Kilogramm. Mit 327,5 Kilogramm ist nun der Weltrekord eingestellt. Nach zwei Fehlversuchen mit 175 Kilogramm steigert der Norweger Jensen auf 182,5 Kilogramm. Ein Zweikampfweltrekord mit 330 Kilogramm und der Titel sind in greifbare Nähe gerückt. Jensen scheidet durch Totalversager aus. Und nun 185 Kilogramm für Michailov. Unbeirrt zieht Kolev auf der Straße des Sieges weiter. Dritter Versuch mit 185 Kilogramm.
Erster Platz und neuer Weltrekord mit 330 Kilogramm. Auch Bickhoff könnte, wenn er 187,5 Kilogramm bewältigt, 330 Kilogramm schaffen. Dennoch würde der Olympiasieger Zweiter bleiben, denn Kolev ist leichter. Die zwei Versuche sind fehlgeschlagen. Für Bickhoff bleibt es bei 322,5 Kilogramm. Michailow benötigt für den Gesamttitel 190 Kilogramm. Vorbei sind die Chancen, der Russe bleibt Dritter.